Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Jawohl, im letzten Part sind wir in das Museum gekommen und haben uns dort ein wenig umgeschaut und haben festgestellt, oh, da ist irgendwas mit Hexen zugange. Wir gehen jetzt mal wieder in die Galerie, also in den Restaurationsraum, wie er so schön heißt. Okay, hier sind noch komische Pfützen. So, ich muss schon mal kurz gucken, wo war das jetzt? Okay. Hier geht's wieder raus. Jawohl, hier geht's wieder raus. Also muss das in diese Richtung liegen. Ist schon ein bisschen was her, da ich jetzt nochmal gespielt habe. Hier geht's nicht weiter, aber hier geht's weiter. Ja, das haben wir schon gesehen. Wir gucken uns trotzdem nochmal an. Beziehungsweise, wir haben es ja schon gesehen, also können wir auch. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. So. Gucken wir uns das nochmal an. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Das stimmt allerdings. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das sieht wieder richtig aus. Genau. So, dann schauen wir uns mal um. Fakte über die Hexenprozesse sagen kann. Was haben wir hier? Fokussieren. Okay. Kristallkette würde ich mal behaupten. Hallo? Ah, okay. Ja, ich war nicht ganz auf der Kette drauf. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Ein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. So, dann schauen wir hier mal noch. Was haben wir hier? Verfolgung. Achso, die Hexenverfolgung. Okay. Das hier? Sieht aus wie ein Anker. Aha. Okay. Warum auch nicht? Was ist das hier? Ah, eine alte Notrufsäule. Aha. Hier haben wir schon alles. Das ist gut. Haben wir hier? Urteilshammer. Die Liste der Angeklagten. Sowas gibt es hier noch? Okay. Okay, da ist nichts beleuchtet. Was haben wir hier? Jegliche Richtung. Aha. Hier ist noch was. Okay. Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere Mädchen, auf die es der Glockenmörder abgesehen hatte, waren Medien. Okay. Also kommen wir langsam dem Täter näher. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Wichtige Nachricht. Okay. Konnte ich gerade nicht lesen. Entschuldigung. So, hier haben wir hier. Was ist das? Ein Navigationsgerät aus alten Tagen. Okay. Oh, eine Kanone, cool. Ja, der Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg. Antike Kanone. Oh, hier war doch irgendwas noch, ne? Okay. Der Richter. Was haben wir hier? Oh, da kann man noch was. Okay. Ja,
Der Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Es heißt, die gehängte Hexe. Gruselig. Oh, okay. Das ist das Symbol des Mörders. So, den einen will ich jetzt auch noch finden, einen Hinweis. Ein Hinweis! Na, wer kennt's noch? Das ist ein Schiffsanker. Was war denn der letzte Hinweis nochmal, verdammt? Fast rum. Wein, okay, kein Rum, sondern Wein. So, gucken wir mal nach Antworten. Wir haben das Bild gefunden. Wo haben wir das denn? Bild da. Nein, what? Steht irgendeines der Artefakte mit der Glocken, mit den Glockenmorden in Verbindung? Symbol im Gemälde. Symbol im Gemälde. Nein, okay. Und dann müssen wir noch mal gucken. Öffentliche Vorladung zum... Nein, glaube ich nicht. Das Gemälde zum Hexenprozess auch nicht. Was kann denn noch auf den Glockenmord zurückschließen? Der Richter? Nein, das haben wir. Urteil. Auch nicht. Wow. Ah, okay. Der Blumenmörder jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält? Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Okay. Warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Gut, dann hätten wir, denke ich mal, das. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich verstehe es nicht. Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Ach ja. Immer diese zickigen Teenager. Gut, damit hätten wir das, denke ich mal, abgeschlossen. Ja. Wir gehen wieder zurück.
Ach, nö. Dö, das ist uncool. Und da sind unsere Freunde, die Dämonen, wieder. Ja, 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 ja. Wir wissen ja, was zu tun ist. Was zum... Wirklich? Ja, das ist immer so eine Ver... Boah, das ist so eine miese Stelle hier. Was zum... Okay, wie gesagt, das ist sehr miese hier. Es ist halt so, wenn nicht einer sieht, sehen nicht alle. Das ist so, naja. Es ist halt so. Komm, verschwinde. Ja, diese Dämonen, das ist immer so eine Sache. Die sind... Sagen wir mal, die sind unfair. Aber wir kriegen das ja gerade so gut hin eigentlich. Und ja. Dann lenken wir den netten Herren nochmal da ab. Und vernichten ihn. Sehr gut. Sehr gut. Das soll es gewesen sein, ne? Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Gut. Ne, okay. Damit hätten wir das auch abgeschlossen. Okay. Wir gucken uns trotzdem noch mal ein bisschen um. Denn. Ach, nö, oder? Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Etwas Schlimmes. So. Von einem Mord erzählt. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Was ist hier los?
Okay. Warum auch immer er gerade so ein bisschen zurückgewichen ist. Egal. Es scheint wohl noch irgendwas passiert zu sein, so wie ich es gerade hier mitbekommen habe. Wir gehen jetzt nochmal raus und schauen. Oh, das war die Kirche, oder? Was der Typ gesagt hat? In St. Benedict ist gerade etwas Schreckliches passiert. Okay. In der Kirche? In der Kirche also. Was ist denn heute? Wir betreten die Stadt wieder. Gucken wir uns die nette kleine Katze nochmal an. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Das klingt nicht gut. Ach, nein, nein. Gut, dann mache ich mir hier kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Murdered Soul Suspect. Bis dahin, euer Nighty zockt.